online, wir hacken aber. Gut. Wir lauschen mal ein bisschen auch in die Hansa-Hymne rein und schauen, dass wir vielleicht die Verbindungsprobleme bis dahin behoben bekommen. So machen wir das. So, jetzt kommt der Ball über die rechte Seite mit John-Patrick Strauß, der ist schon im Strafraum. Zieht 20 in den Zahn und der trifft. Fünfte Minute, 1:0. Das hat John-Patrick Strauß vorher gut gemacht mit einer schönen Körpertäuschung und dann in die Mitte gespielt und Svante Ingelsson gefunden. Und erobert den Ball für Hansa zurück. Jetzt muss ich mal fragen, wir haben uns tatsächlich auf Region Rostock geeinigt, wa? Ich sag hier immer die Ostbar-Auswahl. Ja, das ist egal. Das ist ja die Ostbar-Auswahl. Ja. 2:0 Kevin Schumacher. Genau. Ich habe jetzt darauf gewartet, dass die Fahne noch kommt. Aber offensichtlich. Vielleicht noch Videobeweis. Videobeweis. Heute aus dem Rostocker Keller. Ja. Und dann am Sonnabend, das müsste der 15. sein, gegen den polnischen Erstligisten Pogoń Szczecin. Und da wird es dann schon ein bisschen interessanter, was dann auch den Gegner angeht. Weil ich denke, erste polnische Liga ist jetzt nicht so verkehrt. Dann ist und da jetzt ist er da. Jetzt ist er da. John Verhoek mit dem 3:0 in der 30. Spielminute. Auch eine gute Möglichkeit, aber spielt den Ball erstmal weiter wieder bei Lukas Scherf, ist er jetzt fast an der Eckfahne und dann sieht er dort Fröhlich und wieder eine Glanzparade und dann ist es Hinterseher. Und zwar in der 58. Minute, Glanzparade zuvor von dem Torhüter von der Danny Zimmermann. Ich glaube, also, du musst da auch stehen. Ja, da musst du auch stehen. So jetzt, oh, gut aufgepasst von Dennis Dressel, den muss er jetzt aber machen. Den macht er auch. Da wird der Ball kurz gespielt auf Sebastian Sündwold vom FSV Kühlungsborn, von Danny Zimmermann, dem Torhüter. Und er wartet auf den Ball. Dieses berühmte Entgegengehen, das war nicht so ganz in seinem Plan jetzt mit dabei. Und Dennis Dressel in der 76. Minute mit dem 5:0. Und da ist es. Weil es ist angekündigt. Der hat Bock auf den Tor heute. Ja. Und Hansa im Ballbesitz jetzt über die linke Seite mit Fröhling. Der zieht rein, aber zieht nochmal wieder zurück. Und lässt dann Lukas Scherf flanken. Und Hinterseher. Lukas auf Lukas. Lukas Scherf auf Lukas Hinterseher. Und es ist in der 78. Minute das 6:0. Hinterseher mit seinem vierten Tor in der Vorbereitung. 2 gegen Elmenhorst und 2 heute. Neue Welle rollt über Nico Neidhardt, über Bachmann. Und jetzt Dressel, der den gut durchsteckt. Fröhling nochmal durchgesteckt. Scherf! War er noch dran oder war er nicht dran, der Lukas Hinterseher? War er. Und da habe ich ein bisschen Angst um Abseits gehabt eben, aber es ist Vorbereitung. Christian Kinzombi, neu beim FC Hansa. 8 Tore, 5 Vorlagen in der vergangenen Saison. Und das war das Spiel im Rahmen des Fan- und Familientages des FC Hansa Rostock gegen die Teamregion Rostock-Auswahl der Ostsee-Sparkasse. Das Spiel endet mit 7:0 durch die Tore von Ingelsson, Schumacher, Verhoek, Hinterseher, Dressel, Hinterseher, Hinterseher. Wir sagen Danke an 3000 Fans fürs Einschalten und hören uns dann und sehen uns auch am 5.7. beim Auswärtsspiel in Malchow. Macht's gut, ihr Lieben.